Jo, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community, hier bei einer weiteren Proof of Concept, die E-Last-Reihe oder eine Folge mit dem Chris. Und ja, heute geht es um den DAC und so richtig werde ich mit dem Ding nicht warm. Also ich habe hier alles Mögliche probiert, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, den DAC dazu zu bringen, zu machen, was er soll. Übrigens, falls ihr euch fragt, was das da ist, nein, das ist kein Popel und das ist keine Hundekacke, das ist sogenanntes Blut-Hack. Das ist ein... Ja, ein Kleber, der ist wie Knete und den kann man sich irgendwo hinkleben und kann damit Sachen festkleben. Ja, dann bleiben die beim Löten zum Beispiel da liegen. Ne? Also wunderbar. Nur, das, falls ihr euch fragt. So, also, DAC ist das Problem. Ich habe jetzt hier mal den DAC auf 0 gestellt. Da steht 0 Millivolt, Voltage 0 Millivolt. Und wir sehen hier ein Offset von 1,2 Millivolt. Das heißt, das ist schon mal das Thema. Der DAC geht nicht auf 0. Das könnte ein Problem werden, wenn wir einen sehr niederohmigen Messwiderstand haben und wir dem Operationsverstärker einen Wert vorgeben, auf den er fahren soll, dann haben wir hier keine 0 Millivolt. Ja, wir haben hier 0 Millivolt ausgewählt und ich habe dem DAC auch im Code gesagt, der soll auf 0 fahren, er hat ein Offset von 1,1 Millivolt. Das könnte für unseren Operationsverstärker schon zu viel sein, das heißt, der wird den Transistor nicht auf 0 fahren. Ja, wenn er natürlich eine Referenzspannung von 1 Millivolt hat und wir messen 1 Millivolt über dem Shunt, dann wird der Operationsverstärker den Transistor genau dahin fahren. Das ist schon mal Schritt 1, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe echt alles probiert, ich habe mit 10 Ohm gegen Masse versucht, den Ausgang runterzuziehen, ja. Der treibt dagegen 1,1 Millivolt. Ich habe es mit Kondensatoren probiert, mit allem möglichen Scheiß, 1,1 Millivolt. Richtig, richtig kackjes. So, und jetzt habe ich das nächste Problem, wenn ich dann nämlich jetzt hier die wunderschönen Tasten verwende. Ich habe jetzt gesagt, wir wollen in 10 Millivolt Schritten hochgehen. Dann sehen wir schon, wenn man Glück hat, trifft man die 10 Millivolt. Ja, wenn man schnell genug ist, ja. Ihr seht es, 20, 40, 60, 40, 20, obwohl 10 Millivolt Schritte, muss ganz schnell sein. 20, reicht nicht. 20. Also, das Debouncing habe ich schon probiert. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht warum, es funktioniert nicht. Ja, ich stelle hier immer ein, was ich will, sozusagen. Ja, und jetzt kommt das nächste Problem, was nämlich dann da auch noch rauskommt. Jetzt drücken wir hier mal irgendeinen Wert rein, 20 Millivolt. Und der DAC gibt aus 18,5. Jetzt ist die Frage, warum gibt der DAC 18,5 und nicht 20 aus? Natürlich, man könnte sagen, das Bending ist scheiße, das Mistkacke. Ja, daran könnte das natürlich liegen. So, aber es liegt wahrscheinlich an der Referenzspannung. Ja, das heißt, dass der DAC mit seiner Eingangsspannung sozusagen irgendwie das Ganze hier macht. Und da müssen wir uns erstmal überlegen, dass wir dem Arduino jetzt erstmal genau 5 Volt verpassen. Ja, das heißt, ich würde jetzt mal schnell umbauen und würde jetzt mal ein Spannungsregler und würde jetzt mal versuchen, hier 5 Volt in den Arduino reinzukriegen über VIN. In der Hoffnung, oder mehr als 5 Volt, wir müssen ja glaube ich 6 oder 7 Volt reinbringen in VIN, der hat ja einen eigenen Spannungsregler. Das war in der Hoffnung, dass wir dann 5 Volt als Spannung haben, dass der DAC dann eventuell einen besseren Wert ausgibt. Ja? Und das wird der Chris jetzt mal machen. Ich baue jetzt mal schnell was auf und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Ich habe jetzt mal den VIN-Pin genommen mit 12 Volt. Da ist ja ein eigener Spannungsregler auf dem Arduino. Das heißt, wir sollten jetzt wirklich 5 Volt haben. Oh, mein Telefon ist ein bisschen unscharf, aber ist egal. Jetzt haben wir nämlich das Problem, jetzt haben wir da 0 Volt stehen, 0 Millivolt. Und jetzt haben wir hier schon 35 Millivolt, die rauskommen. So, das ist schon mal Schritt 1. So, und wenn ich jetzt erhöhe, sagen wir mal auf 20 Millivolt, ja, da stehen 20 Millivolt jetzt, dann sind wir da schon bei 60. Also irgendwie hat das alles mit der Versorgungsspannung zu tun und ich weiß noch nicht warum und wieso und warum das alles funktioniert oder nicht funktioniert. Das, was wir hier machen, funktioniert irgendwie gar nicht. Ja, also 57 Millivolt, ja, das ist total komisch. Und wenn ich jetzt mal hochgehe, ich kann ja mal hochtippen, dann sehen wir, der geht immer schön hoch. So, sind wir jetzt bei 200 Millivolt. Ja, also ich kann den schön hochtippen, kein Ding. Ja, machen wir mal. 520 Millivolt haben wir jetzt hier eingetippt. Wir haben 562, da könnte ich ja noch mit leben, das wäre okay. Und jetzt machen wir mal 1 Volt. Ja, 1 Volt. Da haben wir jetzt hier 980 stehen. Also ihr seht, das hat alles irgendwie mit der Versorgungsspannung des Arduino und Co. zu tun. Und wenn ich, wie gesagt, den jetzt auf 0 stelle, also komplett runterdrehe, sieht man jetzt ein bisschen schwierig, aber ich drücke jetzt einfach mal drauf auf den Knopf. Bis er auf 0 steht. So, steht jetzt auf 0.
Dann haben wir hier 35 Millivolt Ausgangsspannung. Hä? Wieso? Wieso? Ich verstehe es nicht. Ja, also wenn ihr irgendwie wisst, warum das so ist, dann schreibt mir bitte mal. Ihr könnt auch gerne in Discord kommen, ich bin da eigentlich immer da. Also wenn ihr irgendwie wisst, warum das so ist, dann wäre ich mal sehr erfreut, weil 0 ist 0. 0 ist 0. Müsste der 0 haben, hat er aber nicht. Ja, also wäre ganz gut, wenn ihr da mal Bescheid wissen würdet und mir vielleicht mal unter die Arme greift. Bis denn erstmal. A few moments later. Jo, hallo liebe Community, hier ist mal wieder der Duckmeister Chrissy und ja, ich habe mich da irgendwie mit den ganzen Grounds verknorkelt. Ich hatte ja gesagt, wir wollen jetzt, sagen wir mal, 0 Millivolt am Ausgang haben. Wir haben hier 0 Millivolt und Chrissy misst 30 Millivolt. Wo kommen die her? Kann ja gar nicht sein. So, jetzt habe ich natürlich die Masse hier über diesen Draht abgegriffen und diese Spannung, diese 12 Volt 60 Milli, ja, das ist ja das, was die Schaltung hier gerade verwendet. Und natürlich greife ich hier den Ground ab. Und der Ground ist natürlich dann hier, da gibt es einen Spannungsabfall, Leute. Pass mal auf, wenn ich jetzt mal direkt an den Ground gehe. 1,1 Millivolt. So, jetzt stelle ich hier mal auf, sagen wir mal 50 Millivolt. Ja, 50 Millivolt. Jetzt gehe ich an den Ground von der Versorgung. Ganz normal der Ground einer Versorgung. 77 zu 50, ja. Klar. So, ich bin jetzt hier direkt am Ground. Und wenn ich jetzt aber direkt an den Pin gehe, am Ground-Pin vom DAC, haben wir die 48, die wir brauchen, um ungefähr im Bereich von 50 zu sein. Also nochmal, das ist der Ground-Pin direkt am DAC und das ist der Ground-Pin an der Versorgung. 78 und das ist der Ground-Pin am DAC. 48, da haben wir genau die 50, die wir brauchen. 60 Milliampere fließen hier und das sind natürlich die Millivolts, die hier über diesen scheiß Draht abfallen. Ja, ob ich jetzt hier messe oder direkt am Draht. Also ich kann euch ja mal zeigen, dieser Draht geht hier an den Arduino, an die Masse. Wenn ich jetzt hier am Arduino an der Masse, ich muss bloß kurz Handy weg, dass ich noch sehe. Wo ist der Pin? Hier ist der Pin. Nein, ich muss selber mal gucken, wo der Pin ist. Ich kann es nicht sehen. Ah ja, ist der zweite Pin. Alles klar. So, jetzt holen wir uns hier mal den zweiten Pin weg. Jetzt gehen wir mal direkt an Arduino Ground. 48,4. Zu 50, ja, Arduino Ground. Und jetzt gehe ich noch mal raus. 80 Millivolt hier am Ground vom Dings. Also da haben wir schon ein Problem, dass wir hier Spannungsabfälle produzieren. Spannungsabfälle ist ein bisschen lustig. Dass wir einen Spannungsabfall produzieren über diese Groundleitung. Und damit ist die Messung komplett am Arsch. Das hat mich jetzt gerade auch wieder eine Stunde gekostet. Ja, also um das rauszufinden, 77 Millivolt und jetzt gehe ich nochmal direkt an den DAC. Da sind die 48, die wir brauchen. Ja, da sind die 50 Millivolt, da sind die 48 Millivolt. Jetzt gehe ich nochmal blind ein paar Stufen höher hier mit dem Knopf. Ja, funktioniert ja noch nicht so ganz mit dem Debouncing hier, aber 420 Millivolt am Hauptmasse. Oh, warte, müssen wir ein bisschen einmal hochgehen. An der Hauptmasse. 448, 447 und hier haben wir 420 und wenn ich jetzt am DAC messe, 417 zu 420, da seht ihr schon, das ist das Problem gewesen. Alter Falter, das war mir nicht bewusst, dass man sich da so viel reinholt, schon alleine bei 60 mA Stromaufnahme, dass hier so ein hoher Spannungsabfall stattfindet. Natürlich findet da ein Spannungsabfall statt. Das ist halt eine Leitung, ja, das ist ein Stück Draht und wir reden ja hier über Millivolt, ja. Das heißt, das könnte uns nachher auf unserer Platine wirklich das könnte zu Problemen führen. Also der DAC muss so dicht wie es geht an den Transistor ran, damit der das gut sensen kann, gut steuern kann dann. Ne? Das heißt, die Leitung vom DAC, die Ausgangsleitung, darf nicht so weit weg sein vom Dings, ne? Vom Transistor, weil wir uns sonst irgendwelche Spannungsabfälle reinholen. Alter Vater, hätte ich nicht gedacht, dass das so krass sich auswirkt. Aber es ist scheinbar so. Und dementsprechend müssen wir da ein bisschen reagieren. Ja, vielleicht trennen wir die Massen auch auf. Dass wir sagen, wir nehmen die DAC-Masse zum Messen, ist eine andere als die vom Arduino. Da weiß ich aber nicht, ob der DAC das dann auch messen kann. Ne? Aber das ist schon echt ein Thema gewesen hier gerade. Ich habe ja wieder eine Stunde gespielt und habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein.
Ich kriege aus dem DAC, selbst mit den standardmäßigen Codes, kriege ich da keine Spannung raus. Warum? Keine passende. 447. Also man sieht das besonders schön, wenn ich ihn jetzt auf 0 stelle. Ich drücke jetzt hier also den Knopf, bis er auf 0 ist. So, jetzt ist 0 Millivolt. So, jetzt gucken wir mal direkt am DAC-Ausgang nochmal bei 0 Millivolt. Da haben wir diese typischen 1,1 irgendwas. Die hat der DAC ja immer. Der kann ja nicht direkt auf 0. 1,2 Millivolt, da sind sie. Und wenn ich jetzt hier, wie gesagt, außen messe, haben wir 29. Das heißt, wir haben fast 28 Millivolt, die hier über diesen Draht abfallen. Es kann doch gar nicht sein, ey. Boah, verrückt. Naja gut, Übergangswiderstände, hier Breadboard, Schnatter und so, ja klar. Also ich glaube, ich werde mir mal eine Platine bauen. Vielleicht auf Lochraster oder ich werde mir mal eine fertigen lassen, wo ich das Ganze jetzt mal drauf tue, um das nochmal zu messen. Weil das ist etwas, wo ich sage, da kann ich nicht mit leben. Das ist etwas, was nicht funktionieren wird später. Ja. Ich weiß aber, dass andere Leute das damit gemacht haben, mit dem DAC, und dass es auch geht. Und dementsprechend werden wir das auf jeden Fall noch machen. Aber ich finde es krass, dass man da so viele Unterschiede hat. Ja, gerade im Millivolt-Bereich. Klar, wie gesagt, wir messen hier brutal kleine Spannungen. Das ist völlig, völlig richtig. Aber das ist ja echt krank, was hier passiert. Wir könnten ja vielleicht sogar mal mit dem ADS 1115 mal die Eingangsspannung messen oder die Spannung messen des DAC, ob der wirklich genau das ausgibt, was wir wollen. Ja, also das ist ja auch etwas, was ich später machen möchte. Ich möchte nicht annehmen, dass ich dem DAC sage, schicke 1 Volt raus und dann schickt er 1 Volt raus, sondern ich möchte es messen, ja, ob der wirklich 1 Volt rausschickt. Und wir können ja mal gucken, ob ich 1 Volt treffe. Können wir mal gucken hier. 40, 50, 60, 70, 80. Ist ja mit meinem Debouncing hier total geil. So, jetzt haben wir 1 Millivolt. Also quasi 1 Volt. Jetzt müssen wir hier nochmal zurückgehen. Das Ding hat jetzt nicht so einen großen Aufnahmedings. Da sind wir jetzt bei 1,030. Das sind genau die 30 Millivolt, die uns hier... Achtung, ich probe am Pin. Guck mal, das ist der Pin am DAC. Der ist doch super geil. 1,004 Volt. Das ist genau das, was wir haben wollen. Huch, ich bin abgerutscht. Schwer abrutscht auf nochmal. 1,003 Millivolt. Und jetzt messe ich nochmal auf der Masse. 1,031. Wir haben 30 Millivolt, die wir hier irgendwo aufsammeln. Das ist echt verrückt. Leute, Leute. Ja, also, wie gesagt, ich werde da mal eine Schaltung zu bauen. Irgendwie eine Platine mal fertigen lassen. Und dann können wir den DAC da reinstecken. Ganz normal mit den Pins. Den Arduino da reinstecken mit den Pins. Dann brauchen wir diese ganze Verdrahtung hier nicht machen. Mit noch ein paar Buttons und einem Rotary Encoder eventuell, den wir dann auf andere Pins legen können. Also A0, A1 zum Beispiel wären ja prädestiniert dafür. Da müsste man mal gucken, welchen man Interrupt behandeln kann. Dass man da auch einen Interrupt-Code für hat, den man dann damit verwenden kann. Also ihr seht schon, das ist doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich dachte. Ja, also ich dachte, hier steckst du zusammen, funktioniert. Da ergeben sich ein paar Sachen, die sind ein bisschen tricky. Alleine dieser Spannungsdrop hier an der Masse, das ist für mich nicht verständlich. Ja, naja, ihr wisst Bescheid. Haut drin, macht's gut, tschüss, euer Chris.